Hey Leute, willkommen zum 47. Part von Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Ja, das war die nächste Runde jetzt quasi gerade. Das war ein bisschen dumm und ich habe gerade nicht gesaved. Ach egal. Also in dem Part passiert hoffentlich nicht viel. Hoffe ich. Weil den Kampf möchte ich nicht nochmal machen. Ihr müsst Paguri entschuldigen, er neigt ein wenig zur Rohheit. Entschuldigt bitte, es war unser Fehler. Aber sagt mal, seid ihr nicht aus einem bestimmten Grund hierher gekommen? Was? Der Bohnenfragment und der Schale? Ach, diese Bohne war entehrt, bedeutungsvoll. Hast du gehört, Paguri? Ach, wo ist das? Verstehe. Verflixt und zugenäht. Sternbohnen-Mario-Schrift. Du hältst ein Sternbohnen-Fragment. Du brauchst noch drei Fragmente. Dabei hatte ich mich doch extra wofür in den Zahlen beworfen. Dabei hatten wir uns doch solche Mühe gegeben. Was, ihr wollt schon gehen? Bleibt doch noch eine Weile. Superstars sind halt immer sehr beschäftigt. Das steht im Spieltitel genau. Wenn ihr zurückgeht, das hier ist eine Abkürzung. Oh, das ist eine Lachbohne. Lachbohne, wie Grinsebohne. Ach, es war ein Grinsebohnen. Und damit geht es weiter. Fragt sich nur, was die nächste Sternbohne ist. Ganz in der Nähe sogar. Endspeicherbuch. Es ist jetzt locker überall. Und ich habe das Fenster nicht zugemacht. Ja, die ist da, Eule, immer noch. Wahrscheinlich. Oh, das ist sogar länger, als ich noch erwartet hätte. Cool. Gut, dann. Da kommen wir nicht lang. Den Hammer haben wir nämlich noch gar nicht. Wo kommen wir denn am nächsten besten? Bundland Süd? Irgendwie so. Wir haben jetzt auf jeden Fall ganz oft die Möglichkeit, irgendwo weiterzukommen, weil wir ja jetzt diese riesigen Cooper-Typen da zur Seite schieben können. Ja, das können wir jetzt. Das ist toll. Moment, vielleicht sollten wir jetzt doch. Oh, wir sind halbwegs voll. Das ist gut. Ich dachte, wir müssen sie so ein bisschen heilen, weil wir ja vom Kampf her ein bisschen erschöpft sein sollten. Aber wir sind es anscheinend nicht mehr. Okay, hier können wir wieder was machen. Ah, das wird jetzt wieder spaßig. Jetzt haben wir wieder richtig viel zu erkunden in der Welt. Ja, genau. Sowas zum Beispiel erscheint ja nämlich. Und das geht hier unten weiter. Mit dem Speicherbuch. Okay. Und weiter. Bewerber für Pumpenassistent. Bitte eintreten. Gezeichnet Karl Auer. Oh. Das ist ein Schlüssel. Oh Mann! Das ist für mich, ist das vollkommen möglich? Uff, ich hab zu viel Wasser getrunken. Okay. Also wirklich, wo man hin sieht, nichts als Schlapp. Piep! Was ist das denn? Ha, hereinspaziert!
Ich bin die berühmte Modedesignerin Karlauer. Ihr kennt mich? Ihr kennt mich? Ihr wollt mich also als Assistent für das Puppendesign bewerben? Wenn ihr eure Sache gut macht, bekommt ihr eine Belohnung. Dieses exklusive Belohnung ist eine Bude, die vom Himmel gefallen ist. Ui, die ist toll. Oh yeah. Hey, was gibt's da zu meckern? Na, also, alles klar? Dann dürft ihr mit dem Puppendesign helfen. Wenn ihr zügig arbeitet, seid ihr auch zügig fertig. Ich erkläre euch während der Arbeit, wie ihr es macht. Erst trinken und du Wasser, bis du rund und prall bist. Und wenn du voller Wasser bist, dann stellst du dich auf diesen Fußabdruck. Probier's mal aus. Yeah. Ich erkläre euch erstmal den Produktionsablauf. Erst werden die Kleider gefärbt. Drückt B, um die Farbbonbons mit Wasser zu beschießen. Versucht es mal. Cool. Die Farbe des Farbbonbons wird zur Farbe der Kleidung. Wenn ihr mehrere Farbbonbons trefft, dann ist die Farbe des Stoffs eine Mischung der Farben. Merkt euch das gut. Und noch ein Punkt. Wenn ihr einen Stoff falsch gefärbt habt, dann sagt es mir. Ich kann euch jeden Stoff wieder bleichen. Wenn der Stoff gefärbt ist, wird es als nächstes gemustert. Jetzt schießt Wasser auf die Musterbonbons, um ein Muster auf den Stoff zu machen. Das ist witzig. Das ist eine witzige Idee. Das Muster der Musterbombs. Das wird das Muster der Kleidung. Die Muster der Musterbombs sind gestreift, gepunktet und kariert. Kapiert? Nebenbei, wenn ihr mehr als zwei Musterbonbons trefft, gibt es immer ein Sternmuster. Merkt euch das, verstanden? Wenn das Muster fertig ist, entscheide ich, ob es zu meiner Bestellung passt. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt. Jetzt brauche ich vier kleine Stücke von euch, verstanden? Soweit zur Erklärung. Und jetzt mit Volllauf an die erste Aufgabe. Die Farbe muss rot sein, aber das Muster ist egal. So, einmal das. Und das ist eigentlich eine richtig witzige Idee. Also, das Spiel. So. Das Muster ist egal, hat sie gesagt. Genau so. So muss es sein. Und jetzt das nächste. Das nächste Muster ist. Ich brauche gelb, leider. Und macht sie kariert. Okay. Irgendwie war das nichts. Gelbe Kleider. So, das habe ich schon mal getroffen. Kariert. Kariert war richtig. Genau so, so muss es sein. Und jetzt das nächste. Das nächste Muster ist, macht mir violett. Also, rot und blau war das, nicht? Ich will ein Punktmuster sehen. So, einmal die. Das wollte ich gar nicht. So, einmal rot. Moment. Ich muss die wahrscheinlich treffen, wenn sie beide da sind, nicht? Das hätte ich schon mal. Gestreift nicht. Oder gepunktet? Nochmal. Ihr wollt gestreift nicht. So. Nee, gepunktet. Ah, aber es ist eine witzige Idee.
Das ist richtig, eine richtig coole Idee. So, das habe ich schon mal. Dann will sie noch mal gepunktet. Scheiße. Nochmal Scheiße. Ich habe einen Stern. Und nochmal von vorne. So, das kriege ich ganz gut hin mittlerweile. Das muss ich echt sagen. Nein! Da nicht kariert! Und nochmal. Wasser. Und drauf da. Und nochmal. Abbruch. Abbruch, habe ich gesagt. Ah ja, Marius New Stipend League. Ah, Mann. Ich hab verkackt das jedes Mal. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen warten. Ach, schade. Kann ich das eigentlich nochmal machen? Ah, das gibt immer einen Stern, wenn man das kombiniert. Interessant. Nochmal. Weil wir das Spiel lieben. Also ich mag das Spiel echt gern, Mann. Das ist cool. Scheiße. Boah, das ist gestreift wieder. Dass man nicht nochmal die Wahl hat dafür, das ist für mich ein bisschen so. So, das ist schon mal gut. Jetzt brauche ich nur noch das karierte Muster. Das. Das ist. Wann fliegt der denn mal alleine aus Arsch? Ey, das ist doch. So. Das hätten wir schon mal. Das kriegen wir eigentlich schon mal ganz gut hin. Das haben wir eben auch schon gekriegt. Ich brauche den kleinen Aligner. Ich habe schon wieder beide getroffen. Fliegen die überhaupt einmal alleine? Das ist doch. Ey. Ach, geht doch. Genau so, so muss es sein. Und jetzt das ist, das Muster ist, die Kleider sollen braun sein mit einem Stern. Gelb und rot. Okay. Das ist orange, oder nicht? Na gut. Probier es nochmal. Ah, das ist kariert. Oder was ist denn braun? Oder alle drei? Das ist braun. Perfekt. Gut gemacht, ihr seid fertig. Ihr bekommt ja auch die versprochene Bohne als Lohn. Holt sie euch nebenan ab. Auf zur Bohne! Yay!
Ganz angenehm nach der Schildkröte. Diese scheiß Schildkröte, ey. Hier habt ihr die komische Bohne, wie versprochen. Noch eine Sternbohne, yeah. Du hältst ein Sternbrotfragment. Du brauchst noch zwei Fragmente. Okay, dann auf zum nächsten Fragment. Ich erinnere mich so ein bisschen an eine Männlichkeit, aber nur dezent. Und ich mache ein Buch. Aber es war echt ein witziges Minispiel. Also was Mario Luigi richtig macht, ist definitiv ein Minispiel, aber die Kämpfe machen auch Spaß. Also ich mag das Spiel. Also das Spiel ist toll. Also im Vergleich zu dem neuen, wo ich eigentlich wenig, obwohl schlecht ist es auch nicht. Also Paper Jam Boards, das ist kein schlechtes Spiel, aber so, diese hier, die machen, sind an ihrer Simpelheit einfach so toll. Das lässt sich einfach so sehr gut treffen. Und hier sind noch ein paar Münzen und eine Lachbohne. Okay, dann gehen wir mal weiter auf zur nächsten. Wo ist sie denn überhaupt? Da an der Seite in dem Waldstück. Okay, dann auf dahin. Hier irgendwo war doch die Röhre, oder nicht? Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, oder es kommt auch einfach mal nochmal ein Gegner. Ein Stachibier. Ein Pix. Was? Pixbeine? Was sind denn Pixbeine? Die Gegner natürlich, TK. Das weiß ich selber. Okay, irgendwie waren wir hier. Ja, genau. Da waren die. War irgendwo die Röhre. Hier irgendwo. Irgendwo unten, nicht? Wir rennen aber erstmal in den Stachel rein. Der Pixbeanie. Okay. Hab nie auf diesen Namen geachtet. Dat, mein Pilz. Da. Das ist mein Pilz. Irgendwie kenne ich den Kontext nicht. Ist mir scheißegal. So. Da ist wieder so ein einsamer Beanie. Armes Ding. Okay. Wo war die Bohne? Luigi! Warum? Dort. War hier nicht irgendwo? Ich weiß, das kann ich noch dreimal sagen und trotzdem ist es falsch. Wäre schön, wenn ich hier irgendwo eine Röhre mal finde, nicht? Meine Orientierung in diesem Spiel ist mal wieder Bombe. Würde eine Röhre haben. Moment, war hier nicht auch noch eine? Ja, irgendwie hier so in der Umgebung. Da komme ich noch nicht weiter. Aber ich war ja, glaube ich, auch irgendwo ein Cooper, oder? So ein fettes Ding. Ah, hier war ist ein Buhu. Okay, dann machen wir das zuerst. Aber dann ist der Part sowieso zu Ende. Hui! Okay, dann sehen wir halt im nächsten Part, was hinter der Brücke ist. Ja, Leute, danke, dass ihr hier seid und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder von Let's Play Mario Luigi Superstar Saga. Danke und bis dann. Ciao.